Hi, willkommen zum zweiten Teil meines Sound-Tutorials. Im ersten Teil habe ich euch ja gezeigt, wie ihr euren Raum möglichst so gestalten könnt, dass er möglichst hallfrei ist. Und in diesem Teil zeige ich euch jetzt, welche verschiedenen Mikrofontypen es gibt und welcher Mikrofontyp sich für welchen Einsatzzweck am besten eignet. Deshalb jetzt viel Spaß mit dem Video. Der erste Mikrofontyp, den ich euch vorstellen möchte, sind die sogenannten Richtmikrofone oder auch Shotgun-Mic auf Englisch genannt. Ich habe jetzt hier das Rode VideoMic Pro und es ist, glaube ich, so ziemlich der Bestseller, was diese Richtmikrofone angeht für Kameras. Was diesen Mikrofontyp mir immer auszeichnet, ist die Charakteristik, also die Richtcharakteristik. Und hier haben wir zum Beispiel bei dem Rode VideoMic Pro eine Hyperniere bis Keulencharakteristik. Das heißt, alles, was vor dem Mikrofon passiert, wird am stärksten und am besten aufgenommen. Und alles, was rechts und links und hinter dem Mikrofon passiert, das wird eher abgedämpft bis gar nicht aufgenommen. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man Stimmen zum Beispiel aufnehmen möchte, also punktuelle Soundquellen, weil Störgeräusche von den Seiten nicht mit aufgenommen werden. Ja, die Handhabung von diesem Rode VideoMic Pro ist extrem einfach. Ihr steckt es einfach auf euren Blitzschuh von der Kamera drauf, verbindet das Kabel mit dem Mikrofoneingang und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr den Ton manuell pegelt. Bei dem Rode VideoMic Pro habt ihr so ein paar Einstellmöglichkeiten, was den Pegel angeht. Also ihr könnt minus 10, 0 und plus 20 dB einstellen. Ich habe es jetzt hier auf plus 20 stehen und habe den Pegel in der Kamera dann dafür relativ weit runtergesetzt. So erzielt ihr die besten Ergebnisse, das heißt, ihr habt am wenigsten Rauschen. Ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr den Ton nicht klippen lasst, weil es wird sehr, sehr schwer, so einen geklippten Ton wieder zu reparieren, beziehungsweise eigentlich ist es unmöglich. Wenn der Ton zu leise aufgenommen wird, ist das nicht so schlimm, dann könnt ihr das in der Post-Production wieder so ein bisschen lauter drehen. Ihr kriegt dann zwar so ein paar Störgeräusche mit rein, aber das ist immer noch besser als so ein geklippter Ton. Am besten wird die Tonqualität natürlich, wenn das Mikrofon so nah wie möglich an einem dran ist. Ist natürlich jetzt hier relativ limitiert, weil das Mikrofon da auf dem Blitzschuh drauf gesteckt ist. Ihr könnt euch aber auch so ein Verlängerungskabel für das Mikrofon kaufen und dann das Mikrofon einfach ein bisschen näher an euch ranstellen. Zum Beispiel habe ich mir hier so ein Mikrofonstativ gekauft, damit ich das Mikrofon dann auf den Tisch vor mich stellen kann. Dann wird die Soundqualität einfach nochmal ein bisschen besser. In dem Fall funktioniert das aber auch so ganz gut. Noch besser wird die Qualität, wenn ihr das Mikrofon jetzt nicht von unten auf euch richten lasst, sondern von oben. Das liegt daran, dass Störgeräusche, also so kleine Schmatzgeräusche und sowas, immer nach unten abgeleitet werden beim Sprechen. Und wenn ihr das von oben eben aufnimmt, den Ton, wird die Soundqualität nochmal ein bisschen besser. Falls ihr den Ton jetzt von oben direkt aufnehmen wollt, dann kann ich euch so ein Galgenstativ empfehlen. Da könnt ihr das Mikrofon dann dran machen und dann einfach von oben das Mikrofon auf euch richten. Das ist aber relativ umständlich und ich würde euch einfach empfehlen, das Mikrofon auf eurer Kamera zu lassen. Ja, die Qualität von diesem Rode VideoMic Pro ist ziemlich gut, allerdings ist die mir ein bisschen dumpf. Ich habe eine relativ tiefe Stimme. Das hier ist zum Beispiel jetzt die unbearbeitete Aufnahme. Mir persönlich ist die einfach zu dumpf und zu tief, deshalb bearbeite ich die immer noch so ein bisschen, indem ich die Bässe ein bisschen rausdrehe. Dann gefällt mir der Sound ziemlich gut mit diesem Mikrofon. Unterm Strich muss ich also sagen, sind diese Richtmikrofone extrem gut und empfehlenswert. Ja, dieses Rode VideoMic Pro ist auch einigermaßen bezahlbar. Mittlerweile gibt es einen Nachfolger von, das Rycotti, glaube ich, heißt das. Das kostet um die 180 Euro. Ein etwas billigeres Mikrofon stelle ich euch jetzt vor. Der zweite Mikrofontyp, den ich euch jetzt vorstellen möchte, sind die Lavalier-Mikrofone oder Ansteckmikrofone. Ihr habt es auch wahrscheinlich schon vorher die ganze Zeit gesehen. Ich habe hier auch so ein Ansteckmikrofon dran. Alles, was ich jetzt über dieses Mikrofon berichte, wird auch direkt mit diesem Mikrofon aufgenommen. Während bei dem Part davor, wo ich über das Rode VideoMic Pro berichtet habe, dieser Part wurde komplett mit dem Rode VideoMic Pro aufgenommen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, die meisten Ansteckmikrofone haben den Vorteil, dass sie erstmal extrem billig sind. Ich habe jetzt hier dieses Rode SmartLav, dafür habe ich um die 60 Euro bezahlt. Kostet also ungefähr nur ein Drittel von diesem Rode VideoMic Pro. Die Handhabung von dem Mikrofon ist auch relativ einfach hier und zwar steckt ihr einfach das Mikrofon in euer Smartphone ein und nehmt es dann mit dieser Rode Recording App auf. Ich muss sagen, die App gefällt mir nicht so gut vom Design und von der Funktionalität her, aber sie funktioniert. Mir gefällt sie einfach nicht so gut. Kommen wir gleich schon zum ersten Nachteil von dem Mikrofon. Und zwar ist es natürlich so, dass der Sound auf dem Smartphone aufgenommen wird und nicht direkt in der Kamera. Das heißt, ihr müsst den Ton mit dem Video später noch matchen in der Post-Production. Ist jetzt nicht wirklich viel Arbeit, aber es muss erwähnt werden. Am besten klatscht ihr vor der Aufnahme nochmal laut oder benutzt eine Filmklappe, dann habt ihr auf der Aufnahme so ein Peak drauf, das erleichtert das Anlegen. Der Vorteil von diesen Ansteckmikrofonen ist einfach, dass ihr nicht direkt an die Kamera gebunden seid. Das heißt, ihr könnt auch 10 bis 20 Meter weit weg von der Kamera sein und der Ton wird trotzdem in guter Qualität aufgenommen. Das ist zum Beispiel ein Nachteil bei diesen Richtmikrofonen, dass ihr immer möglichst nah daran sein müsst. Und wenn das Mikrofon auf der Kamera steckt, ist es klar, dass der Sound bei 10 Meter Entfernung relativ schlecht ist. Die Tonqualität ist gut, aber nicht ganz so gut wie jetzt bei dem Rode VideoMic Pro, deshalb arbeite ich lieber mit dem Rode VideoMic Pro. Eine Sache, die mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass der Ton sehr direkt ist. Das ist nicht so schlimm, wenn man so YouTube-Videos macht oder Interviews, aber bei Spielfilmen zum Beispiel wird es sehr unglaubwürdig klingen, so einen direkten Sound zu haben. Da klingt es dann besser, wenn man so ein Richtmikrofon nimmt, was man aus einer gewissen Entfernung aufnimmt. Ist aber auf jeden Fall Geschmackssache und es gibt bestimmt viele Leute, die diesen direkten Sound von dem Ansteckmikrofon
Mikrofonen sehr gern mögen. Unterm Strich muss ich zu Ansteckmikrofonen sagen, gute Erfindung, relativ günstig, ganz gute Qualität, nicht ganz so gut wie von diesen Richtmikrofonen. Ich persönlich mag die Richtmikrofone einfach ein bisschen lieber. So, das waren jetzt die beiden Hauptmikrofontypen, mit denen ich so am meisten Erfahrung habe und die auch, glaube ich, so am gängigsten sind für Filmmaker. Ich stelle euch jetzt aber noch einen dritten Mikrofontyp vor, der auch so seine Daseinsberechtigung hat und der sicherlich den einen oder anderen von euch auch interessieren wird. Der dritte Mikrofontyp, den ich euch vorstellen möchte, sind die Großmembran-Kondensatormikrofone. Zum Beispiel das Blue Yeti Microphone ist, glaube ich, so der Bestseller in dieser Kategorie. Das ist so ein Mikrofon, was man mit USB an seinen Computer anschließt. Dieser Mikrofontyp ist aber nicht direkt gemacht, um draußen aufzunehmen, weil so ein leichter Windstoß kann eben die Aufnahme schon komplett versauen, während dieses Rode VideoMic Pro zum Beispiel einigermaßen unempfindlich ist bei Wind. Vorteil ist aber einfach, dass die Stimmqualität extrem gut ist. Das heißt, für Voice-Over-Aufnahmen würde ich definitiv so ein Großmembran-Kondensatormikrofon empfehlen. Für die klassischen Filmmaking-Gebiete ist das eher nicht zu empfehlen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit diesem Mikrofontyp noch keine Erfahrung. Vielleicht, wenn ihr Erfahrungen habt, könnt ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben. Und falls ihr euch noch ein bisschen mehr über diesen Mikrofontyp informieren wollt, gibt es auf YouTube genug Tutorials und Reviews zu diesem Blue Yeti Mikrofon zum Beispiel. So, das war schon wieder zu den Mikrofontypen. Als Fazit kann ich eben sagen, mein Lieblingsmikrofontyp sind diese Richtmikrofone, ganz speziell eben dieses Rode VideoMic Pro, weil die Handhabung extrem gut ist und ich mit der Soundqualität sehr zufrieden bin. Aber ich denke, für Anfänger und auch Fortgeschrittene sind diese Ansteckmikrofone auch sehr gut geeignet. Und falls ihr Voice-Over-Aufnahmen machen wollt, sind eben diese Großmembran-Kondensatormikrofone der Typ, den ihr vielleicht euch am ehesten angucken solltet. Was ich auch noch loswerden möchte, ist, ich bin kein Tonprofi, also was Kameras angeht, kenne ich mich relativ gut aus. Was Mikrofone angeht, bin ich echt noch Einsteiger. Das heißt, falls ich jetzt irgendwas komplett Falsches erzählt habe, könnt ihr mich auch gerne in den Kommentaren korrigieren. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.